Also, wir kommen jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt hier in dieser Sitzungswoche, an diesem Sitzungstag. Da wird es um das Thema Personalausstattung in der Altenpflege und auch im Krankenhaus gehen. Keine Partei, die will ja mehr abseits stehen, wenn es um bessere Arbeitsbedingungen, höhere Bezahlung und mehr Personal in der Pflege geht, aber auch in den Krankenhäusern. Auch in den Sondierungen spielte das natürlich eine Rolle. Dazu werden wir wahrscheinlich noch einiges hören. Grundlage dieser Debatte sind zwei Anträge der Grünen-Fraktion. Da geht es einmal um die Forderung nach einem Sofortprogramm für mehr Personal in der Altenpflege und einem Sofortprogramm für eben auch mehr Pflegepersonal im Krankenhaus. Also das die grünen Forderungen, und die werden jetzt noch mal erläutert von der ersten Rednerin für die Grünen, Cordula Schulz-Asche. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit langem wird in Deutschland über den Pflegenotstand gesprochen. Wenig getan. Und nun stehen wir kurz vor einer Pflegekatastrophe. Und deswegen muss jetzt sofort gehandelt werden. Der Pflegenotstand betrifft uns alle. Und er ist eine der größten und wachsenden Herausforderungen in unserer Gesellschaft. In Krankenhäusern gibt es in weiten Teilen unseres Landes bereits offene Stellen, die nicht mehr besetzt werden können. In der Altenpflege ist der Fachkräftemangel sogar flächendeckend. Zehntausende guter Fachkräfte haben dem Beruf den Rücken gekehrt, weil die Arbeitsbelastung, weil die Arbeitsbedingungen immer weiter steigen. Und deswegen ist diese Entwicklung zu stoppen. Und das kann man nur mit unseren Sofortprogrammen. Denn, meine Damen und Herren, was bedeutet es denn, diese Situation, die wir jetzt haben? Die Fachkräfte, die Pflegefachkräfte gehen über ihre Grenzen. Sie schaffen trotzdem nicht, ihrem Wunsch nachzukommen, die Menschen gut zu pflegen. Das bedeutet, dass die Pflegebedürftigen, dass wir für diese nicht mehr sicherstellen können, dass sie tatsächlich eine menschenwürdige Pflege bekommen. Und wir wissen, dass auch die Angehörigen, Freunde oder Verwandte aus der Nachbarschaft, die sich Tag und Nacht um Pflegebedürftige kümmern, dass durch diesen Mangel Unterstützung und Entlastung im Alltag fehlt. Meine Damen und Herren, gute Pflege braucht Zusammenhalt. Und wenn ich das hier ganz kurz sagen darf, die Diskussion heute Morgen von einigen Debattenbeiträgen macht mir große Sorge. Denn Gift und Galle ist nicht die Lösung für dieses Problem, sondern der gesellschaftliche Zusammenhang. Und dafür wollen wir alle hier zusammen kämpfen, soweit wir Demokraten sind. Leider ist es so, dass in dem Sondierungspapier, das wir jetzt vor uns zu liegen haben, 8.000 zusätzliche Plätze vorgesehen sind, meine Damen und Herren. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Tropfen reichen aber nicht mehr. Der Pflegenotstand muss sofort angegangen werden. Und deswegen bringen wir heute zwei Sofortprogramme ein. Eins für die Krankenpflege, eins für die Altenpflege. Und die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Wir wollen im Krankenhaus 25.000 zusätzliche Plätze, Fachkraftstellen schaffen und wollen dafür 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, damit keine Fachkraft mehr alleine eine Nachtschicht besetzen muss. Wir wollen verbindliche Personalbemessungsinstrumente, die sich am tatsächlichen Bedarf der pflegebedürftigen Menschen orientieren. Und auch in der Altenpflege brauchen wir dringend, und zwar heute, neue Stellen. Wir schlagen vor, den Pflegevorsorgefonds aufzulösen, weil wir genau jetzt neu in Personal investieren müssen. Und deswegen schlagen wir vor, auch hier in diesem Bereich, unter anderem durch die Auflösung des Pflegevorsorgefonds, ungefähr rund 25.000 Plätze neu zu schaffen. Und das ist das Dreifache von dem, was in der Sondierung vorgesehen ist. Und natürlich ist es berechtigt, die Frage zu stellen, woher sollen denn eigentlich diese zusätzlichen Fachkräfte kommen? Das Potenzial ist groß, meine Damen und Herren. Wir können zum Beispiel die Rückkehr in den Beruf erleichtern. Wir können mehr Anreize für Vollzeit statt Teilzeit schaffen. Wir können einen flächendeckenden Tarifvertrag unterstützen. Wir können auch endlich in der Pflege Arbeitsbedingungen schaffen, die eine gute Arbeit ermöglichen. Und natürlich brauchen wir mehr Ausbildungsplätze. Meine Damen und Herren, Pflege muss gesamtgesellschaftlich aufgewertet werden. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil wir in eine
Zukunft schauen, wo der Anteil der pflegebedürftigen Menschen steigen wird. Und wir dürfen die Angehörigen in diesem Fall nicht alleine lassen. Und deswegen schlagen wir diese zwei Sofortprogramme vor gegen den Pflegenotstand. Sie sind ein guter Anfang. Lassen Sie uns sofort anfangen. Ich danke Ihnen. Cordula Schulz-Asche war das von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Vorschlag der Grünen. Und wir hören jetzt die erste Erwiderung von Erwin Rüttel für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben einen guten Plan für Pflege in Deutschland. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode gemeinsam mit der SPD und an der Spitze mit Gesundheitsminister Hermann Kröhe umfangreiche Verbesserungen in der Pflegeversicherung für Pflegebedürftige und deren Familien beschlossen. Meine Fraktion wird diese erfolgreiche Politik in dieser Legislaturperiode fortsetzen. Der Schwerpunkt wird dieses Mal eindeutig bei den Pflegekräften liegen. Dazu haben CDU, CSU und SPD in ihrem Sondierungspapier vorige Woche klare Aussagen getroffen. Wir wollen ein Sofortprogramm für eine bessere Personalausstattung, sowohl für die Pflege im Krankenhaus als auch die Pflege im Altenheim. Eine flächendeckende Stärkung der tariflichen Entlohnung in der Alten- und Krankenpflege und eine groß angelegte Ausbildungsoffensive. Die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Pflegekräften gehört zu den zentralen Aufgaben der Politik in den Jahren, die jetzt vor uns liegen. Insofern unterstützen Sie mit Ihren Anträgen unser Vorhaben. Dafür danke ich Ihnen. Wir steigen ein mit einem Sofortprogramm für 8.000 neue Fachkraftstellen allein für die medizinische Behandlungspflege in Pflegeeinrichtungen. Wir werden das Personal kontinuierlich weiter aufstocken, gerade bis und nach 2020, wenn dann die wissenschaftlich fundierte Personalbemessung abgeschlossen ist. In den Kliniken wird es zusätzliche Untergrenzen für bettenführende Abteilungen geben. Mit mehr Händen in der Pflege kommen wir auch zu verlässlichen Arbeitszeiten. Das gehört auf jeden Fall zu besseren Arbeitsbedingungen dazu. Überforderung durch ausufernde Arbeitszeiten, gerade auch an Wochenenden, ist eine zentrale Ursache für den vorzeitigen Abschied aus der Pflege. Darüber hinaus benötigen wir ein E-Health-Gesetz für die Pflege, das beinhaltet, dass die Pflege in den nächsten Jahren in die Telematikinfrastruktur eingebunden und dadurch entlastet wird. Wir brauchen technische Unterstützung in der Pflege, die Mitarbeiter nicht ersetzt, sondern entlastet, sodass diese mehr Zeit für Zuwendung haben, zum Beispiel durch digitale Entbürokratisierung. Im Krankenhausbereich ist mir besonders wichtig, dass die Länder endlich genug Geld für Krankenhausinvestitionen aufbringen. Die Länder müssen eine angemessene Investitionsquote garantieren, sodass die Krankenhäuser ihre Investitionen nicht aus dem Geld finanzieren müssen, das für Ärzte und Pflege bereitgestellt ist. Deshalb streben wir nicht nur eine vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen an, sondern verbinden das auch mit der Nachweispflicht, dass diese auch tatsächlich bei den Beschäftigten ankommt. Wir wollen auch und gerade die Aussteiger zurückgewinnen, diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer der Pflege den Rücken gekehrt haben. Wir brauchen ihre Kompetenzen und ihre Erfahrungen. Deshalb werden wir Anreize für die Rückkehr von Teil in Vollzeit und für den Wiedereinstieg in die Pflege schaffen. Und wir werden für eine bessere Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten sowie für die vermehrte Weiterqualifizierung von Pflegehelfern zu Pflegefachkräften sorgen. Um Menschen zu motivieren, in der Pflege zu arbeiten, gehört aber auch, den Ruf und die Wertschätzung der Pflege zu stärken. Wir müssen endlich auch einmal gut und wertschätzend über die Pflege reden.
und die hervorragende und wertvolle Arbeit würdigen, die zahllose Menschen Tag für Tag leisten. Wir müssen Schluss machen mit der fast schon lustvollen Verbreitung von Defiziten in der Pflege. Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen in der Pflege so zu gestalten, dass man von der Ausbildung bis zur Rente gern in diesem Beruf arbeitet. Die Pflegeberufe haben in unserer Gesellschaft eine sichere Zukunftsperspektive und sind, insbesondere die Altenpflege, heute schon ein beliebter Ausbildungsberuf. Der demografische Wandel und die Ausweitungen der Leistungen erfordern aber auch überproportional viele neue Pflegekräfte. Wir haben uns deshalb viel vorgenommen, meine Damen und Herren. Wir werden zügig handeln, sobald die Koalition steht. Und ich hoffe, das wird in wenigen Tagen der Fall sein. Vielen Dank. Erwin Rüttel war das für die CDU-CSU-Fraktion und ihm folgt jetzt Heike Behrens für die Sozialdemokraten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist Dampf im Kessel. Es ist zwingend nötig, Druck herauszunehmen aus diesem Kessel. Und ja, wir brauchen mehr Courage, um die brennenden Probleme der Pflege anzupacken. Darum ist es gut, dass sich hier ein breiter Wille abzeichnet, die Situation in der Kranken- und Altenpflege spürbar zu verbessern. Die Pflegestärkungsgesetze waren wichtig. Auch mit der Krankenhausstrukturreform haben wir wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Aber jetzt ist die Zeit reif für Maßnahmen, die die Pflegekräfte spürbar entlasten. In Ihren Anträgen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, nennen Sie wichtige Punkte, die auch schon weitgehend politisch konsentiert sind, was Sie ja selbst einräumen. Dennoch muss klar sein, ein solches Sofortprogramm reicht nicht aus. Wir brauchen grundlegende strukturelle Veränderungen. Wir brauchen einen Plan, wie die notwendigen Einzelmaßnahmen zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt werden und wer als Bündnispartner dafür gewonnen werden muss. Denn wer dem Fachkräftemangel wirksam begegnen will, muss eben gleichzeitig die Arbeitsbedingungen verbessern. Das erscheint wie die Quadratur des Kreises. Doch nur wenn beides gleichermaßen ernst genommen wird, werden wir die in der Pflege Tätigen wieder Vertrauen fassen. Und darum ist klar, nicht nur die Politik in Bund, Land und Gemeinden ist gefragt. Es müssen auch die Sozialpartner mit ins Boot. Und sie müssen allgemein verbindliche Tarifverträge für die Pflege erkämpfen. Es ist einfach nicht länger hinzunehmen, dass eine Altenpflegerin im Schnitt 2.600 Euro im Monat verdient, während eine Krankenpflegerin 3.200 Euro verdient. Und noch skandalöser ist es, wenn eine Altenpflegerin in Sachsen-Anhalt fast 1.000 Euro weniger verdient als eine gleiche Kraft in Baden-Württemberg. Ähnliche Differenzen gibt es bundesweit auch bei den Personalanhaltszahlen. Ein Instrument zur Personalbemessung wird da wichtige fachliche Grundlagen schaffen. Aber auch das reicht nicht. Denn in der Praxis ist allen klar, dass wir schleunigst bessere Personalschlüssel brauchen, sowohl in der Altenpflege als auch in der Krankenpflege und dort selbstverständlich auch auf allen bettenführenden Stationen. Die zusätzlichen Kosten im Heim aber, und das wissen alle, können nicht allein von den Pflegebedürftigen mehr getragen werden. Ihr Vorschlag, liebe Grüne, das brachliegende Geld aus dem Pflegevorsorgefonds für ein Sofortprogramm einzusetzen, kann da durchaus ein sinnvoller Finanzierungsbaustein sein. Würde man diese 1,2 Milliarden Euro jährlich sogar dafür verwenden, je Wohngruppe mit 30 Bewohnern eine zusätzliche Stelle zu finanzieren, würden sogar die Pflegeschlüssel unmittelbar verbessert. Und das wäre tatsächlich ein starkes Signal. Wer also die Pflege nachhaltig verbessern will, Frau Hasselmann, der braucht einen Plan und muss vor allem alle Ebenen an einen Tisch holen. Nämlich die, nein,
Was fehlt, ist, dass wirklich alle an einen Tisch gebracht werden. Es sind Bund, Länder und Gemeinden gefragt, es sind die Sozialpartner gefordert, es sind die Leistungserbringer und auf der anderen Seite die Kranken- und Pflegekassen gefordert, aber eben auch zivilgesellschaftliche Akteure und Interessensvertretungen. Und was besonders wichtig ist, die Pflegekräfte selbst müssen mit ins Boot und mitreden können. Ja, es ist Zeit für einen Masterplan Pflege. Und wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen dafür bereit. Vielen Dank. Das sagt Heike Behrens für die SPD-Fraktion. Ja, im Sondierungsergebnis, da steht ja einiges zumindest an Verbesserungen drin, wenn es denn zu Koalitionsverhandlungen kommt. In der Pflege, da soll vor allem den Beschäftigten geholfen werden, kurzfristig mit mehr Geld, besseren Arbeitsbedingungen und 8.000 neuen Stellen in der Behandlungspflege. Robby Schlund jetzt für die AfD-Fraktion. Alles klar. Ich bin soweit. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste in den Rängen. In fernöstlichen Kulturen hat traditionsgemäß das Altern eine beeindruckend positive Belegung und wird mit Autorität, Weisheit, Güte und Wertevermittlung assoziiert. Die Familie als wichtiges und zuverlässiges Element war in diesen Wertekanon immer eingebunden und nahm und nimmt auch heute noch einen großen Platz in der Begleitung des Älterwerdens und den damit auch verbundenen Pflegearbeiten ein. Obgleich auch hier schon in den letzten Jahrzehnten westliche Anschauungen in atemberaubendem Tempo assimiliert wurden, diese westlichen Anschauungen sind von starker kulturell bedingter Angst und Abneigung gegenüber dem Altern geprägt. Diese Abneigung führt nicht nur dazu, dass zunehmend immer mehr junge Menschen das Alter einfach nicht mehr sehen wollen, sondern auch dazu, dass Alter einfach in Heime exportiert wird. In diesem Kontext ist eine psychologische Negativbelegung des Berufes des Altenpflegers faktisch omnipräsent. Die AfD fordert deshalb zu Recht eine Aufwertung des Pflegeberufs im Allgemeinen und des Altenpflegeberufs im Speziellen. Dazu muss der Beruf nicht nur Tarifsteigerungen, sondern auch durch begehrenswerte soziale Anreize wie sehr gute Arbeits- und Erholungsbedingungen im familienfreundlichen Kontext gesamtgesellschaftlich und politisch aufgewertet werden. Selbstverständlich gehört dazu in der Pflege ein verbindlich länderübergreifenden Mindestpersonalschlüssel für das Pflegepersonal zu schaffen, der auch bei den Krankenhausentgelten Berücksichtigung finden muss. Unter diesen genannten Aspekten fällt beim Betrachten des nun vorliegenden, wohlklingenden Antrags auf Sofortprogramm für mehr Personal in der Altenpflege schnell auf, dass mit der Auflösung des Pflegevorsorgefonds und einem Sofortprogramm die Probleme der Pflege vor Ort nicht vollumfänglich gelöst werden können. Deshalb geht uns der Antrag ehrlich gesagt noch nicht weit genug. Er muss weiter intelligent strukturiert werden. Maßnahmen, über die sich bereits eine politische Einigkeit über alle Fraktionen abzeichnet, sollten in der Tat zeitnah umgesetzt werden. Darüber hinaus aber muss die Pflege durch Angehörige dringend aufgewertet werden, meine Damen und Herren. Pflegende Angehörige werden oft mit unglaublichen organisatorischen und finanziellen Problemen alleingelassen. Deshalb wollen wir uns auch für die Fürsorge pflegebedürftiger Familienangehörige in vertrauter familiärer Umgebung weiter einsetzen und diese auch aufwerten, meine Damen und Herren. Zum Beispiel in Form eines umfassenden Betreuungsnetzwerkes. Gleichzeitig sollte man die Pflegesätze an die Leistung für Pflegedienstleister angleichen. Die individuelle häusliche Pflege muss zu einem Hauptbestandteil der sozialen Sicherungssysteme und belebt werden. Sie ist Garant für ein würdiges Älterwerden und in einem durch unsere Heimat und unser Leben geprägten, aber vertrauten kulturellen und sprachlichen Umfeld. Grundsätzlich aber ist eine Stärkung des Pflegepersonals und der Krankenhauspflege zu befürworten
und muss dringend gleichzeitig durchgeführt werden, um eine Abwanderung der qualifizierten Altenpfleger in die Krankenhauspflege zu verhindern. Denn eine Veränderung bzw. Aufwertung des Anteils der Pflege am Ressourcenaufwand im Case-Mix-Index des Krankenhauses würde zeitlich gesehen eher wirken als die Programme in der Altenpflege. Es wäre durchaus zu erwarten, dass dann bedingt durch die Abwanderung nicht wie derzeit 2 freie Stellen auf einen Bewerber, sondern vielleicht sogar 3 oder 4 Stellen kämen, meine Damen und Herren. Ein Mindestpersonalschlüssel in beiden Bereichen setzt natürlich valide Normen voraus und könnte dem entgegenwirken. Die Einführung eines länderübergreifenden Mindestpersonalschlüssels sollte mit einer Ausbildungsinitiative einhergehen und Qualifizierungsinitiative und zeitversetzt in beide Pflegesparten implementiert werden. Diese Ausbildungs- und Qualifizierungsinitiative muss so gestaltet werden, dass auch hier das Beherrschen der deutschen Sprache und das Verständnis für die Kultur der anvertrauten Patienten ein reiner Herzenswunsch und eine unabdingbare Voraussetzung der zukünftigen Pflegekräfte sein sollte. Die AfD möchte unsere älteren und pflegebedürftigen Menschen, die Deutschland mit ihrer Lebensarbeitskraft, Würde, Wirtschaftskraft und Kinder gegeben haben, gut versorgt wissen. Deshalb sollte der Antrag zur weiteren Beratung in den Gesundheitsausschuss verwiesen werden. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war Robby Schlund für die AfD-Fraktion. Es ist mehrfach hier in der Debatte schon angesprochen worden, ein länderübergreifender Personalschlüssel für das Pflegepersonal. Im Moment ist es nämlich so, dass jedes Bundesland andere Rahmenvorgaben macht, etwa eben beim Personalschlüssel. Hören wir jetzt Nicole Westig für die FDP-Fraktion. Meine Damen und Herren, die FDP begrüßt, dass wir das Thema Pflege heute hier behandeln. Denn wir sind der Meinung, dass die Beseitigung des Pflegenotstands ganz oben auf unsere gemeinsame politische Agenda gehört. Es darf nicht sein, dass in unserem Land in der Pflege in einzelnen Bereichen unwürdige Zustände herrschen. Für Patientinnen und Patienten, aber auch für Pflegekräfte selbst. Und die Probleme werden wachsen, denn die Lebenserwartung steigt und damit die Zahl der Pflegebedürftigen. Eine steigende Lebenserwartung ist nur dann erfreulich, wenn auch ein Altern in Würde möglich ist, meine Damen und Herren. Deshalb müssen wir dringend handeln. Wir Freie Demokraten schließen uns deshalb der Forderung nach einer konzertierten Aktion Pflege an. In meiner früheren Berufstätigkeit bei einem großen diakonischen Verein habe ich viele Menschen erlebt, die mit Leib und Seele in der Pflege arbeiten und sich liebevoll und mit Hingabe um alte Menschen, um Menschen mit Demenz und auch um Menschen mit Behinderung kümmern. Unterstützen wir diese und alle Menschen in der Pflege bei ihrem Bemühen um bessere Arbeitsbedingungen und setzen wir mit dieser Debatte auch ein öffentliches Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns einig. Alles steht und fällt mit einer angemessenen Ausstattung mit Personal. Wir brauchen mehr Menschen in der Pflege. Dazu bedarf es einer Aus- und Weiterbildungsoffensive. Bei der Ausbildung aber hat die vergangene Regierung ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Es war richtig, das Schulgeld für Pflegeberufe abzuschaffen. Aber bei der künftigen Finanzierung hängen wir noch in der Luft. Gleichzeitig soll, so steht es zu Recht im Sondierungspapier, auch das Schulgeld für Heilberufe abgeschafft werden. Als FDP fordern wir, die Finanzierung all dessen schnellstmöglich zu klären. Wir müssen aber auch die Arbeit in der Pflege attraktiver machen. Dazu gehört eine angemessene Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Wir verlieren wertvolle Fachkräfte, wenn sich die Arbeit in der Pflege nicht mit der Familie vereinbaren lässt. Wenn Arbeitnehmer frühzeitig ausscheiden, weil sie die körperlichen Belastungen nicht mehr schaffen. Wenn der seelische Druck so hoch ist, dass er zum Burnout führt. Verlässliche Dienstpläne und eine bessere Ausstattung mit Hilfsmitteln können das verbessern. Hier sind die Arbeitgeber und Einrichtungen mehr gefordert. Wir müssen aber auch die vorhandenen Ressourcen besser nutzen.
Wenn 13% der Arbeitszeit in der Pflege für Dokumentationspflichten aufgewandt werden muss, das entspricht immerhin 100.000 Vollzeitarbeitsplätzen, dann liegt da gehörig etwas im Argen. Denn Menschen engagieren sich in der Pflege, weil sie anderen Menschen helfen wollen. Der tägliche Papierkrieg demotiviert sie. Wir müssen die Misstrauenskultur beenden, die eine aufwendige Dokumentation verlangt, ohne Missstände zu beseitigen. Aber selbst wenn es uns gelingt, durch eine Aus- und Weiterbildungsoffensive mehr Menschen für die Pflege zu gewinnen, es wird nicht ausreichen. Wir werden auf qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sein. Auch um dem Fachkräftemangel in der Pflege zu begegnen, brauchen wir endlich ein Einwanderungsgesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zum Pflegevorsorgefonds. Dieser ist zweckgebunden angelegt worden, um potenzielle Defizite in der sozialen Pflegeversicherung aufzufangen. Bündnis 90 Die Grünen wollen diesen nun auflösen und verweisen auf den zu geringen Stabilisierungseffekt. Das kann nicht die Antwort sein. Wir Freie Demokraten warnen davor, das beitragsfinanzierte Tafelsilber anzutasten. Erst recht nicht in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen. Lassen Sie uns gemeinsam einen anderen Weg finden, um die dringendsten Probleme in der Pflege finanziell zu lösen. Ich freue mich auf unsere Diskussion im Ausschuss. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, die Lebensqualität der Menschen in unserem Land auch in Krankheit und Alter zu sichern. Vielen Dank. Nicole Westig war das für die FDP-Fraktion und ihr folgt jetzt Pia Zimmermann für die Fraktion der Linken. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, die Linke wirkt. Ich freue mich, dass die Kolleginnen von den Grünen einen Teil unserer Forderung aus unserem Sofortprogramm vom November letzten Jahres übernommen haben. Und ich freue mich auch darüber, dass ein Teil unserer Forderungen in die Sondierungsverhandlungen von SPD und CDU/CSU Einzug gehalten haben. Aber, meine Damen und Herren, Sie sind ziemlich kurz gesprungen. Sie haben in Ihren Anträgen und Vereinbarungen nämlich einen ganz wichtigen Punkt vergessen, und zwar den Punkt der nachhaltigen Finanzierung. Wer eine gute, menschenwürdige Pflege möchte für alle, die nicht vom Geldbeutel abhängig ist, der darf über die Finanzierung nicht schweigen, meine Damen und Herren. Die Linke fordert als einzige Fraktion eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, die eine gute Pflege für alle garantiert. Was die Regierung geschaffen hat, dass die jetzige Pflegeversicherung, die wir im Moment haben, nicht einmal 50% der anfallenden Kosten übernimmt und dass steigende Kosten den Menschen mit Pflegebedarf zusätzlich aufgehoben werden und somit der Eigenanteil exorbitant für viele explodiert. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Meine Damen und Herren, längst ist klar und deutlich, wohin die Pflegepolitik in den letzten Jahren geführt hat, zu einem skandalösen Pflegenotstand. Und das belegen auch Zahlen von Claire Klimaindex und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Meine Damen und Herren, haben Sie denn eigentlich völlig vergessen, als Sie ein Pflegestärkungsgesetz nach dem anderen beschlossen haben, dass diese Gesetze auch nur mit viel Personal und mit qualifiziertem Personal durchgesetzt werden kann? Meine Damen und Herren, in Deutschland leben heute, neue Zahl, 3,6 Millionen Menschen mit einem Pflegebedarf. 100.000 Pflegekräfte fehlen in den Krankenhäusern und 30.000 Pflegekräfte mindestens fehlen in den Pflegeheimen. Die Tendenz ist steigend. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass selbst bei einer gut finanzierten Pflege, wie wir sie vorschlagen, die Pflegekräfte fehlen, weil sie nämlich einfach nicht mehr da sind. Eine durchschnittliche Verweildauer einer Pflegekraft liegt je nach Arbeitsbereich und Studie zwischen 7 und 12 Jahren. Nach der Ausbildung gehen die Kollegen nach 7 oder 12 Jahren. Darüber sollten Sie sich mal Gedanken machen. Zurzeit
Zurzeit ist eine Verbesserung der Situation überhaupt nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Wir haben auf der einen Seite einen wachsenden Bedarf an Pflegeleistungen, aber immer weniger Pflegekräfte. Auf der anderen Seite haben wir eine wachsende Anzahl von Pflegeeinrichtungen, die an internationale Investoren verkauft wurden. Und die Immobilienmanager werben mit besten Renditen. Eine Geldanlage in der Pflegewirtschaft gilt als sicheres Geschäft. Und es ist doch wirklich das Letzte, meine Damen und Herren, dass Pflege unter wirtschaftliche Interessen gestellt wird. Und das Allerletzte ist es, dass es einen Markt gibt, der nicht die beste Versorgung für die Menschen mit Pflegebedarf zugrunde legt, sondern den Wettbewerb um das beste Geschäft mit diesen Menschen. Und das, meine Herren, ist mit uns Linken nicht zu machen. Es geht doch hier schließlich nicht um irgendwelche Dinge. Es geht um Pflege und Betreuung von Menschen, die ein Teil unserer Gesellschaft sind. Und wir benötigen endlich klare Regeln, damit Pflegekräfte nicht länger als lästiger Kostenfaktor in der Wirtschaftsbilanz auftauchen oder von Gesundheitsunternehmen auftauchen und Menschen mit Pflegebedarf nicht als bloßes Mittel für ein gutes Geschäft kalkuliert werden. Meine Damen und Herren, ich fasse noch einmal zusammen. Pflege und Gesundheit sind Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir benötigen eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, damit gute Pflege auch für alle selbstverständlich ist. Eine Aufwertung der Pflegeberufe ist dringend notwendig, denn nur mit ausreichend qualifiziertem Personal gelingt auch gute Pflege. Und dazu ist eine bundesweit einheitliche Personalbemessung in Krankenhaus und Pflegeheim notwendig. Und ein Tipp noch, wenn Sie Fragen haben zum Bedarf, fragen Sie nicht die Versicherung, denn die wollen ja sparen. Fragen Sie die Betroffenen, die Menschen mit Pflegebedarf, die Angehörigen und die Pflegekräfte, denn das sind die wirklichen Expertinnen und Experten. Herzlichen Dank. Pia Zimmermann war das für die Linksfraktion. Ja, alle Fraktionen hier im Bundestag sind sich dessen bewusst und fordern Verbesserungen in der Pflege, gerade für das Personal, für den Personalschlüssel und damit natürlich auch für die Pflegebedürftigen. Allerdings über Weg und auch den zeitlichen Rahmen und auch über die Frage, woher und wie mehr Pflegekräfte überhaupt gewonnen werden können und sollen. Darüber gehen hier die Meinungen etwas auseinander. Aber das wird sicher in dieser Legislatur ein wichtiges Thema werden, denn die Forderungen hier sind ja recht eindeutig parteiübergreifend. So, wir sind für heute am Ende unserer Übertragung, am Ende dieser Sitzungswoche. Ich darf noch kurz darauf hinweisen, dass der Bundestag bereits am Montag wieder zusammentritt. Dann gibt es nämlich eine Sondersitzung zum deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, zum Élysée-Vertrag. Der jährt sich zum 55. Mal. Dann gibt es hier eine Bundestagssitzung dazu. Auch eine Delegation der französischen Nationalversammlung wird erwartet. Das können Sie natürlich am Montag hier an dieser Stelle wieder bei Phoenix verfolgen. Für heute darf ich mich hier aus der Sprecherkabine verabschieden und gebe zurück ins Studio nach Bonn.